So, hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Zwanglos Studio. Heute sind wir immer noch in Spanien beim Club der Besten der Deutschen Sporthilfe und wir haben einen ganz besonderen Gast hier. Ich habe nämlich das Vergnügen gehabt, Markus kennenzulernen, vorgestern, also wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich schon ein paar Tage her, in einem Beachclub mit einem Gin Tonic in der Hand. Jetzt könnt ihr euch ausmalen, ob Markus oder ich den Gin Tonic hatten oder beide. Und ich bin direkt in so ein kleines Fauxpas gerutscht, indem ich nämlich in die Runde bei euch reingekommen bin und gefragt habe, weil hier sind ja nicht nur Profi-Athletinnen und Athleten, sondern auch ganz viele Begleitung, Mediapresse. Und dann habe ich die Frage gestellt, wer denn hier von euch echter Sportler ist. Und dann, genau, weil ich dich nicht erkannt habe und ich hätte eigentlich nur auf den Boden gucken müssen, weil du eine Prothese am Bein hast. Und Markus Rehm ist nämlich Paraathlet, hat zahlreiche Medaillen abgeräumt in den letzten Jahren und ich würde sagen, Markus, stell dich mal ganz, ganz kurz vor, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wer du so bist. Ja, danke dir. Ja, der richtige Sportler ist immer der mit dem Gin in der Hand natürlich. Aber nach der Saison, das ist sehr wichtig. Nach der Saison geht sowas auch mal, gerade hier beim Club der Besten. Da kommen wirklich alle Sporte zusammen, ist wirklich sehr, sehr entspannt. Ja, ich bin Paraathlet. Ich mache Leichtathletik, Weitsprung hauptsächlich und habe nicht schon immer eine Beinprothese getragen. Also ich hatte mit 14 Jahren einen Unfall beim Wakeboardfahren, bin quasi die Heckwelle des Bootes gesurft, gesprungen. Und bei einem Sprung bin ich dann gestürzt und dann kam ein fremdes Boot. Das hatte mich in dem Moment nicht gesehen und dann bin ich mit dem Bein in die Schiffsschraube gekommen. Und dadurch wurde das Bein einfach so schwer verletzt, dass es dann abgenommen werden musste und seitdem bin ich auf einer Prothese unterwegs laufe und springe damit. Und hast aber trotzdem noch ein bisschen Wakeboarden gemacht? Ich war immer noch gerne Wakeboard, tatsächlich. Okay. Also das heißt, das hatte ich jetzt nicht direkt runtergezogen und du bist trotzdem weitergeblieben und hattest Bock, halt weiterzumachen? Auf jeden Fall. Also für mich war immer schon klar, direkt im Krankenhaus eigentlich schon, ich will wieder zurück aufs Brett. Damals war so ein bisschen die Überlegung meiner Eltern, das Motorboot auch zu verkaufen. Ich habe immer gesagt, auf gar keinen Fall, ich will wieder aufs Brett. Und ja, ein Jahr später war es dann auch soweit. Also ich war eigentlich im Winter nach dem Unfall, so ein halbes Jahr später, wieder auf dem Snowboard unterwegs. Und dann ein Jahr später auch wieder auf dem Wakeboard. Und ich glaube, das war auch wichtig für mich persönlich. Also ich mache bis heute noch wahnsinnig gerne. Und im Krankenhaus habe ich schon zahlreiche Videos vom Surfen, vom Skaten, vom Wakeboarden bekommen, so dass mein Zimmernachbar schon gar keinen Bock mehr drauf hat auf die ganzen Sportarten. Aber da war mir klar, ich will genau wieder das machen, was ich auch davor gerne gemacht habe. Ja, glaubst du, das war entscheidend dafür, dass du auch Bock hattest, sozusagen Sport intensiver und leistungsmäßig weiterzumachen? Also, dass du sozusagen direkt wieder eingestiegen bist? Ja, definitiv. Also, ich glaube, es war für mich auch so ein bisschen die Rehabilitation mit dem Sport, einfach zu sagen, hey, es geht weiter. Und wichtig war es mir auch immer, mir selber zu beweisen, dass ich nicht so eingeschränkt bin, wie andere es vielleicht mal geglaubt haben. Weil wenn du auf einmal mit anderthalb Beinen im Bett liegst, dann glaubt immer jeder, du kannst gar nichts mehr. Ich wurde gefragt, ob ich schwimmen kann, wo ich sage, naja, ich habe noch zwei Hände, zwar ein halbes Bein weniger, aber ich kann doch sehr gut schwimmen tatsächlich, gehe deswegen nicht unter oder so. Aber das waren so ganz, ganz banale Fragen, weil das Umfeld einfach nicht wusste, wie sie damit umgehen sollen. Und für mich war es einfach wichtig und schnell auch klar, ich will wieder zurück zum Sport und auch mir einfach selber beweisen, dass ich nicht so angestrengt bin, wie es andere glauben. Mhm. Wie war das so im sozialen Umfeld? Das heißt, gerade weil du gerade gesagt hattest, es gab Leute, die gefragt haben, ob du noch schwimmen kannst, aber gleichzeitig gab es natürlich auch sehr wahrscheinlich Leute, die dich motiviert haben, Familie, Freunde. Wie war das so das Verhältnis zwischen Menschen, die keine Ahnung hatten, wie sie damit umgehen und deswegen so super unsicher waren und anderen, die dich halt hart motiviert haben, das weiterzumachen, worauf du Bock hast oder eben so einen geregelten und regulären Tagesablauf weiterzuhaben? Ja, es gab wirklich beides tatsächlich. Also gerade die engste Familie, die waren wahnsinnig wichtig in der Zeit. Die haben mich immer unterstützt, immer geschaut, was kann ich noch machen. Meine Eltern haben sich sofort informiert, was geht Prothesen technisch, haben sich die ersten Sportprothesen auch schon angeguckt und sich auch direkt eigentlich schon, als ich noch im Krankenhaus lag, überlegt, wie können wir unseren Familienalltag auch so weitergestalten wie bisher. Wir sind im Winter gerne in den Bergen gewesen, im Sommer gerne beim Campen, beim Wakeboardfahren, beim Wasserskilaufen. Und
da haben sie schon direkt überlegt, okay, gibt es eine Alternative, falls er nicht mehr auf zwei Beinen das Ganze machen kann. Und in der Schule war es damals komisch, das erste Mal dort zu sein. Keiner wusste so, wie man darauf reagieren darf, auch so bei der ersten Familienfeier. Und da war mein Onkel ganz wichtig, also mein Onkel, der auch beim Unfall dabei war. Bei der ersten Familienfeier, wir saßen alle so da und irgendwie war es eine gedrückte Stimmung. Keiner wusste, ob er mit mir drüber sprechen darf. Und irgendwann ging es dann darum, dass ein paar Leuten kalt war und die Frauen haben gesagt, ja, wir haben wahnsinnig kalte Füße. Und mein Onkel guckte mich so an und meinte so, na, das Problem hast du nicht, wa? Und dann haben natürlich alle angefangen zu gucken, okay, dürfen wir lachen? Und ich habe halt angefangen zu lachen und laut zu lachen. Auf einmal haben alle mitgelacht und dann war das Eis so ein bisschen gebrochen. Und das ist halt der schöne Moment, ne? Also es muss einmal gebrochen werden. Das habe ich relativ schnell gemerkt, wenn du entspannt damit umgehst, dann kann auch dein Gegenüber locker und entspannt damit umgehen. Und ich glaube, wie ich Scherze über Besonderheiten von anderen Leuten mache, wenn sie keine Haare auf dem Kopf haben oder mit einer komischen Frisur durch die Gegend laufen, genauso kann man auch mal einen Scherz über die Prothese machen. Da bin ich sehr, sehr entspannt. Mhm. Würdest du sagen, es hilft oder es ist sogar notwendig, damit die Lockerheit reinkommt, dass man mit Humor rangeht oder eben diese Ernsthaftigkeit rausnimmt? Auf jeden Fall. Also man muss da, glaube ich, mit Humor reingehen. Wenn man das zu verbissen, zu ernst sieht, da kann der Gegenüber auch nicht so richtig damit umgehen, weil sie wissen nicht, ob sie mich damit kränken, wenn sie mich auf die Prothese ansprechen, wo ich sage, naja, wenn ich mit kurzer Hose rumlaufe, dürft ihr mich schon drauf ansprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Für mich ist das gar kein Tabuthema. Wenn du hast total coole und abgefahrene Tattoos und dann frage ich auch mal dazu, hey, wo hast du es her, ne, was steckt dahinter? Das finde ich ganz normal, das gehört dazu. Und genauso gehört die Prothese auch für mich dazu und ich glaube, wenn man da mal mit dem Scherz reingeht, kann man das Eis ganz gut brechen und sich auch ganz locker drüber unterhalten, denn darum geht es auch. Darum geht es auch so, das ist ein bisschen meine Mission auch im Sport, so ein bisschen das Eis zu brechen und ein bisschen lockerer zu werden mit der Thematik, die vielleicht sonst immer ein bisschen zu ernst ist. Mhm. Hängt ja wahrscheinlich dann auch mit den Personen zusammen, ne? Wenn du jemanden hast, der so wie du sehr entspannt, sehr humorvoll damit umgehen kann auch und möchte, als wenn du jemanden erwischst, sage ich mal, der sehr, ja, doch trotzdem sehr ernst sieht und nach außen ernst ausstrahlt und deswegen vielleicht das macht es das auch so schwer, weil man nicht weiß, mit welcher Person, bei wem kann man einen Scherz machen, bei wem nicht. Ja, das ist schwierig. Also natürlich hast du beides. Ich sage immer, die das offen zeigen und locker damit umgehen, die mit kurzer Hose oder bei den Mädels auch mal im Rock durch die Gegend laufen, das sind eigentlich eher diejenigen, die man mal drauf ansprechen kann. Mhm. Und die nicht drauf angesprochen werden wollen, die würden dann schon mit einer langen Hose dastehen und das vielleicht auch ein bisschen versuchen zu verstecken. Ja, das macht Sinn. Und das heißt, es ist wahrscheinlich auch, also würdest du dich darüber freuen, wenn jemand, jetzt nicht auf der Straße irgendjemand will ist, sondern hier in dem Umfeld, man ist ja sehr unter sich, dass Interesse gezeigt wird, hey, krasse Prothese, so wie läuft das, wie funktioniert das? Also dass wirklich, dass es nicht nervig ist, sondern eigentlich nur das Interesse zeigt an der Prothese, an dir. Ja, hier passiert das total oft. Also ich habe hier schon so viele Gespräche über die Prothese geführt. Weil wir, glaube ich, auch genau das ausstrahlen. Wir laufen halt auch mit kurzer Hose hier rum, wir machen alle Challenges mit, wenn wir nicht gerade noch eine Pause vom Vorabend brauchen. Cheers. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wirklich da mitzumischen, alles mitzumachen und das sehr, sehr entspannt zu sehen. Und ja, was ich schon hier über die Prothese gesprochen habe, ich glaube, selten so oft wie hier im Club der Besten. Ey, und da, also um da anzuknüpfen, wir sind Samstag angereist und Sonntag gab es ja die erste Challenge, Ninja Warrior. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, auf Instagram gibt es dann ein kurzes Reel, aber im Endeffekt kennt wahrscheinlich jeder den Namen und weiß, was es bedeutet. Also ein Wasserparcours, Parcours im Pool oder auf dem Wasser, auf so luftgefütterten Polstern, ich weiß nicht, wie es anders heißt. Es ist Ninja Warrior. Takeshis Castle, ich glaube, genau. Das kennt auch jeder. Und da waren wir, da schließe ich uns alle mit ein, so krass beeindruckt, wie ihr als Paraathleten da durchgerast seid. Wir haben es in der vorletzten Folge schon mal ganz kurz erwähnt. Und also die Bewunderung war da so viel größer, einerseits dafür, dass ihr es macht und zweitens, dass ihr so viel besser seid als zum Beispiel andere, die so wie mich eingeschlossen, so sportlich und fit und hat Probleme mit. Und das muss ich sagen, hat bei mir, ihr seid nochmal Athleten, ihr geht das Ganze sportlich nochmal ganz anders an, aber das zeigt
das, was du eben auch nochmal gesagt hattest, wie man trotzdem in den üblichen Alltag halt normal ja, in sich integrieren kann oder da aktiv sein kann. Ja, also bei mir ist es auch genau so immer gewesen, dass die Prothese für mich nie so eine Entschuldigung war. Ich fand es eher immer enttäuschend, wenn die Leute das als Entschuldigung gesehen haben, weil ich will immer sportlich vorne mitmischen, auch bei so einer Spaß-Challenge. Hier sind nur Leistungssportler, nur Medaillengewinner, das ist ja kein Spaß. Wenn es hier um die Challenge geht, da wird alles gegeben und da holt jeder das letzte Nummer raus. Und ja, die Prothese darf da auch keine Ausrede sein. Also wenn es mal nicht so gut klappt, dann klappt es halt mal nicht so gut, aber da ist selten die Prothese schuld, sondern vielleicht habe ich es einfach nicht hinbekommen, bin da komisch durch die Gegend gerutscht oder sonstiges. Das finde ich auch wichtig, also ich schiebe das ungerne auf die Prothese und wenn ich mal was nicht kann, dann muss ich ja halt gucken, wie kann ich es mit der Prothese vielleicht trotzdem noch gut machen. Also natürlich gehen manche Dinge besser, manche vielleicht nicht so gut, Snowboarden, Wakeboarden, manchmal musst du da speziellere Lösungen finden. Ich habe beim Wakeboarden früher zum Beispiel ständig die Bindungen kaputt gemacht auf dem Brett, weil der Fuß einfach so wahnsinnig steif ist und unbeweglich ist. Und da hat er immer die ganzen Bindungen kaputt gerissen, bis ich dann mit meinem Dad irgendwann im Baumarkt war und uns ein paar Gurte besorgt haben und dann einfach das Ding so festgegurtet haben, dass es nicht mehr passiert. Aber es geht alles. Manchmal ein bisschen anders, aber es geht. Also man muss sozusagen kreativ werden, weil es vielleicht noch nicht eine Lösung dazu gibt. Da würde ich gerne die Kurve schlagen zu deinen Prothesen und du hast am Anfang ein paar Prothesen kaputt gemacht beim Sport, beim Training und wie bist du damit umgegangen? Also du machst deine Prothesen selbst, muss man dazu sagen, und wie kam das dazu, dass du dir die Aufgabe selbst gegeben hast, dass du dich damit beschäftigst? Ja, ich bin natürlich gerade nach dem Unfall öfters bei meinem Techniker gewesen, der die Prothesen gebaut hat. Man muss da am Anfang relativ viel anpassen, nachpassen. Und irgendwann wurde ich immer dynamischer, immer ein bisschen sportlicher. Und dann ist halt auch passiert, dass die eine oder andere Prothese einfach gebrochen ist. Und das ist dann zwischenzeitlich so oft passiert, dass mein damaliger Techniker zu mir gesagt hat, wenn das noch einmal passiert, dann machst du deinen Scheiß selber. So, das natürlich mit einem Grinsen und mit einem lachenden Gesicht. Und kurze Zeit darauf war es genau passiert. Ich habe die Prothese wieder mal gebrochen und bin dann vorbeigefahren und stand selber in der Werkstatt und habe das dann mit ihm wieder repariert. Und wie alt warst du da? Damals war ich ja 16 geworden, glaube ich. Genau, 16. Und dann hat er mir direkt für den Sommer darauf einen Ferienjob angeboten. Aus 2 Wochen Ferienjob wurden dann 4, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und ja, kurze Zeit darauf habe ich dann die Ausbildung angefangen und habe schnell gemerkt, dass das genau das ist, was mir Spaß macht und was ich auch kann, glaube ich. Also wir hatten das erste Gespräch mit einem frisch Amputierten und mein Techniker, der ist Meister gewesen, 20 Jahre Berufserfahrung, der wusste alles über Prothesen. Hat ihm dann alles erzählt, diesen Mann. Und dann ging er kurz raus, um Unterlagen zu holen. Und er guckte mich als Lehrling an, ein paar Wochen in der Ausbildung und meinte, hat er denn recht? Und das fand ich total cool, ne? So, er fragt mich so, nur weil ich eine Prothese trage, ob er denn recht hat, ja. Der Mann mit 20 Jahren Berufserfahrung. Und da wusste ich schon, das ist ziemlich cool. Und ich glaube auch, ich darf manchmal ein bisschen ehrlicher sein, auch zu meinen Kunden, wenn es um die Prothese geht. Und ich glaube, man lebt es einfach auch so ein bisschen vor, dass die Prothese keine Ausrede und schon gar kein Hindernis ist. Wie würdest du, weil du, das kam jetzt schon häufiger im Gespräch auf, so du willst dich vergleichen im Endeffekt oder vergleichst dich auch mit Menschen, die keine Prothese tragen. Wie erlebst du das im Sportalltag? Also, weil es wird ja nicht gemessen, die Athleten bei Olympia und die Paraathleten. Wie wird das in der Sportlerwelt aufgenommen? Oder wie ist so, dass jetzt nicht von der Organisation oder in den jeweiligen Organisationen, sondern zwischen den Athleten? Wie würdest du das bewerten? Ich glaube, die ersten Jahre war es eine große Unsicherheit. Von beiden Seiten, von den olympischen, aber auch von paralympischen Athleten. Wir waren früh immer ja, klar getrennt, was gerade die Wettkämpfe angeht. 2014 die deutschen Meisterschaften in Ulm, war dann der erste Wettkampf in Deutschland, wo auch ein Paraathlet teilgenommen hat bei den olympischen Athleten. Und da war man sich nicht sicher,
darf ich denn starten, darf ich nicht starten, wie verhält sich das mit der Prothese, die ganze Diskussion, Vorteil, Nachteil, man kann es letztendlich gar nicht wirklich feststellen. Und dann hat man mich damals mitmachen lassen und ja, wie es der Zufall so will, habe ich dann auch gewonnen. Und das war natürlich ein Riesenaufreger, da haben sich sehr viele Athleten extrem aufgeregt, aber ich glaube, es war eher Unsicherheit tatsächlich. Ich habe immer versucht klarzustellen, ich möchte gar keinem irgendwas wegnehmen, sondern ich möchte einfach mich mit den besten Athleten der Welt messen und da gehören die einfach dazu, in dem Fall bei den deutschen Meisterschaften. Und ja, darum geht's mir. Gemeinsame Wettkämpfe, wie man das nachher wertet, getrennt oder zusammen, das muss man sich, glaube ich, sehr individuell überlegen. Aber mir geht's darum, dass wir uns näher kommen und mehr gemeinsame Wettkämpfe machen. Und damals gab es viel Diskussion, es gab auch viele böse Stimmen, aber ich würde es mal darauf zurückführen, dass es einfach auch eine allgemeine Unsicherheit da war. Mhm. Und jetzt über die letzten Jahre wurde das Ganze deutlich entspannter. Wir haben eine gute Lösung gefunden. Es war auch eine Riesendiskussion, wie machen wir das bei der Siegerehrung? Stellen wir uns gemeinsam aufs Treppchen, wenn ich getrennt gewertet werde? Also dass zwei vielleicht auf dem ersten Platz stehen. Muss ich immer aufs Treppchen, auch wenn ich einfach beschissen gesprungen bin? So, das ist für mich auch so eine Sache, wenn ich gut gesprungen bin, finde ich schön, wenn ich dann aufs Podest darf und auch gewürdigt wird, dass ich gut gesprungen bin. Aber wenn ich einfach schlecht gesprungen bin, dann will ich da auch nicht aufs Treppchen stehen. Also auch da ist so dieser Leistungsgedanke einfach da. Und ich denke, wir haben in den letzten Jahren da einen guten Weg gefunden. Ist ja natürlich auch legitim, weil ne, ihr vergleicht euch ja untereinander ständig. Aber und da entsprechend die Wertschätzung zu bekommen, wenn man die Leistung auch erbracht hat und ansonsten halt nicht, macht ja super Sinn. Wie würdest du denn sagen, diese Unsicherheit gab es auch zwischen den Sportlern oder Sportlerinnen? Das heißt, wenn auch mit anderen Leichtathleten oder eher aus organisatorischer Seite von, sag ich mal, von oben? Also beides. Es war natürlich von den Verbänden, von den Funktionären, da war eine große Unsicherheit da, weil man sich, glaube ich, in den letzten Jahren einfach auch nicht genug ausgetauscht hat und weil man sich vielleicht auch nicht gut genug kannte. Und bei den Athleten war es genau das Gleiche. Mittlerweile muss ich sagen, die ganzen Waldspringer kennen mich. Die sind es gewohnt, dass ich bei den deutschen Meisterschaften mit von der Partie bin. Und ich glaube, wir haben da einfach einen guten gemeinsamen Weg gefunden. Und ja, jeder, der sich mit mir mal über das Thema unterhalten hat, merkt eigentlich, dass ich da gar nicht so ein Hardliner bin. Es geht mir nicht darum, irgendjemand was wegzunehmen. Ein Preisgeld, eine Prämie, ein Startgeld oder irgendwas. Sondern es geht mir darum, dass wir gemeinsam Sport machen sollen und oder wollen. Und dass wir unseren Sport gemeinsam repräsentieren. Das können wir, glaube ich, gemeinsam viel besser als alleine. Und wenn ich da parallel mitspringe, tut es, glaube ich, keinem weh und sorgt vielleicht auch nochmal ein bisschen für eine andere Spannung im Wettkampf oder vielleicht auch ein bisschen für ein anderes Augenmerk. Und ich glaube, das war auch oft ein Problem, dass es dann hieß, okay, dann zieht mal die ganze Aufmerksamkeit auf die Prothese. Aber ich sehe das anders. Natürlich im ersten Jahr war das vielleicht genau das Thema, dass natürlich alle auf die Prothese geguckt haben. Mittlerweile gucken die Leute, glaube ich, aber auch eher auf diesen gemeinsamen Wettkampf und wer gewinnt heute. Und das ist das Schöne und da wollen wir hin und natürlich ist es auch ein Prozess und ein Weg, aber jetzt haben wir schon ein paar Jahre hinter uns und ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Mhm. Was glaubst du, würde helfen, um diese Unsicherheit zu nehmen? Also ich würde das jetzt einfach mal einteilen in so drei Parteien, nämlich einmal die organisatorische Seite, dann die Seite oder die Partei der Sportlerinnen und Sportler und natürlich die der Zuschauer und der Menschen da draußen, in Anführungsstrichen. Weil die Unsicherheit dort gibt es ja genauso, wir haben uns gerade eben unterhalten, wie geht das soziale Umfeld damit um, wenn so ein Unfall passiert und wie spricht man das an oder nicht oder macht man einen Witz oder nicht. Das heißt, dort ist ja die Unsicherheit also ebenso groß und ich würde fast sagen, im Alltag ja relevanter, dass man dort so ein bisschen vielleicht das hinbekommt, dass sie weggeht. Was glaubst du, braucht's, damit man diese Unsicherheit minimiert? Oder würdest du sogar sagen, dass eben dieser Vergleich zwischen Athleten und Paraathleten, dass das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist? Ich glaube, es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, wenn wir mehr gemeinsam tun. Für die Zuschauer ist es, glaube ich, schön, einfach jemanden zu sehen mit einer Prothese. Und wenn dann meinem privaten Umfeld was passiert, vielleicht sich einer auch schwer verletzt, vielleicht eine Prothese benötigt, dann kann man sagen, hey, habe ich schon mal gesehen, ich war damals im Stadion, habe den Typen da Weitspringen gesehen, es scheint zu funktionieren. Und das ist einfach so diese Normalität da reinzubekommen. Also für die Zuschauer ist es, glaube ich, einfach schön, da jemand zu sehen, der das macht. Und das hat man einfach im Hinterkopf und wer weiß, für was man es vielleicht irgendwann mal braucht.
Und für die Funktionäre und für die Athleten ist es, glaube ich, der Austausch. Also der direkte Austausch, sich miteinander zu unterhalten und nicht sich vorzustellen, was der andere gerade denkt. Das ist oft das Problem. Es ist oft so ein, ja, der will uns irgendwas wegnehmen, der will sich da unbedingt einklagen, der will da unbedingt mitspringen. Ja, ich will da unbedingt mitspringen, aber ich will mich eigentlich auch ungern da auf einem schlechten Weg da einklagen. Also dieses Jahr hatten wir das Thema, aber nur, weil dir keiner zuhört. Bei Olympia. Bei Olympia zum Beispiel, genau. Ich habe immer gesagt, ich würde gerne starten und wir haben sogar eine Studie gemacht, die versucht hat, rauszufinden, Vor- oder Nachteil. Es ist einfach nicht machbar. Und ich habe angeboten, lass mich doch einfach in getrennter Wertung starten. So nehme ich keinem eine Medaille weg, ich nehme keinem eine Prämie weg, sondern ich starte einfach und mache Werbung für meinen Sport und zeige den Leuten da draußen, auch der paralympische Sport ist attraktiv, der ist spannend, wir springen genauso weit wie die olympischen Athleten und kommt einfach in ein paar Wochen nochmal ins Stadion. Dieses Jahr war es ein bisschen schwierig, aber schaltet ein im Fernsehen und schaut auch mal die Paralympics, weil das ist unglaublich spannend. Und darum geht es mir, Sport für die Werbung für den Sport zu machen. Und mein großer Traum ist irgendwie, dass die Olympischen und Paralympischen Spiele sich in der Zukunft noch ein bisschen näher kommen. Mhm. Und da habe ich so einen verbindenden Wettkampf im Kopf. Also zwischen den Olympischen und Paralympischen Spielen ist ja meistens eine Abschlussfeier, eine Eröffnungsfeier von den Paralympischen Spielen. Warum macht man nicht einfach so eine Verbindungsveranstaltung? Man nimmt das olympische Feuer runter, symbolisch in so einen Staffelstab, macht so einen Staffellauf durch das Stadion, 4x100 Meter Staffel und hat dann wirklich jede Nation auf der Bahn, 2 olympische, 2 paralympische Athleten aus jeder Nation. Man macht so einen Verbindungswettkampf, bringt dann den Staffelstab wieder nach oben, macht das Feuer wieder an und sagt, jetzt geht's weiter. Und das würde ich eine coole Veranstaltung finden, um uns einfach näher zu bringen. Und wer weiß, vielleicht, wenn ich in 20 Jahren mit meinem Bierchen und grauen Haaren auf dem Sofa sitze und das mal im Fernsehen sehen darf, ich glaube, dann würde ich mit Genugtuung sagen, alles richtig gemacht. Geil. Ja, lass uns da gleich gerne nochmal weiter drauf sprechen oder drüber sprechen. Nochmal einen Schritt zurück zu der Studie. Du beschäftigst dich ja sehr intensiv, würde ich sagen, klar, mit dem Sport, keine Frage, aber auch mit der Prothese, das heißt mit der ganzen Technik dahinter. Und wahrscheinlich warst du bei der Studie auch sehr stark involviert. Und fürs Verständnis, so, ich habe einen technischen Background und mich würde es interessieren, so was habt ihr versucht zu zeigen? Also ging es da um den Anlauf, ging es da um, also Weitsprung war es wahrscheinlich der Vergleich, ging es da um die Sprungkraft und wie habt ihr versucht, das miteinander zu vergleichen? Ja, es geht oder es ging hauptsächlich um den ganzen Bewegungsablauf, das heißt, es ist ja nicht nur der Absprung, sondern es ist auch der Anlauf und man hat einfach versucht herauszufinden, wo ist der Unterschied zwischen einer Prothese und dem gesunden Bein. Und der Ansatz war einfach der, man schaute, okay, wie schnell kann ich denn anlaufen mit einer Prothese? Also da gibt es ganz klar Nachteile. Das wurde herausgefunden, dass man mit einer Prothese beim Anlauf, vor allem wenn man eine Prothese trägt und die auch fürs Springen konzipiert ist, dass man da einen klaren Nachteil hat. Okay. Weil die fürs Springen konzipiert ist, die muss natürlich deutlich anders gebaut sein, die muss deutlich härter sein. Das ist viel, viel schwerer, damit auch schnell anzulaufen, weil wenn die nur für Sprinten ausgelegt wäre, die würde vorne einfach zerbrechen. Das heißt, beim Sprinten hast du auch eine andere Prothese? Ganz genau. Beim Sprinten habe ich ein weicheres Modell. Wenn ich mit der springen würde, die würde kaputt gehen und da würde ich auf dem Hintern im Sand landen. Im besten Fall. Alles schon passiert. Ist dann nicht so witzig, wenn das Ding unter den Beinen da wegbricht. Aber ist passiert. Und da hat man ganz klar festgestellt, dass es ein Nachteil ist beim Anlauf. Man hat einfach nicht die gleiche Geschwindigkeit wie mit 2 gesunden Beinen. Beim Absprung ist es so, viele haben immer so diesen Federeffekt im Kopf. Es ist aber eher so, dass ich die Geschwindigkeit, die ich habe durch einen Anlauf, dass ich davon weniger verliere beim Absprung. Das heißt, meine Absprunggeschwindigkeit und der Absprungwinkel, das ist alles gleich. Wie bei den olympischen Athleten, nur verliere ich beim Absprung, bei diesem Prozess des Sprintens zum Sprung, verliere ich ein bisschen weniger Geschwindigkeit. Und das ist dann der Vorteil. Jetzt kann man aber diesen Nachteil und Vorteil gar nicht so richtig aufrechnen. Man hat es irgendwie versucht, aber es ist eigentlich schwer machbar. Und dann war für mich eigentlich auch immer klar, gut, wenn man das nicht machen kann, dann ist es ja auch nur fair, wenn wir getrennt gewertet werden. Weil auch ich muss ja als Paraathlet gewährleisten, dass wir einen fairen Wettkampf haben. Und ich will ja auch nicht gewinnen, weil ich irgendwie einen Vorteil habe, sondern ich will gewinnen, weil ich einfach der beste Springer bin. Und darum ging es mir immer. Also das wird auch immer vorgeworfen, ja, du willst ja da und machst ja, sag ich, naja, zum einen habe ich keine Wahl,
ich brauche nur mal eine Prothese. Und zum anderen schaue ich schon auch, dass es ein fairer Wettkampf bleibt, weil es macht doch keinem Spaß, wenn er weiß, er hat einen Vorteil. Vielleicht nochmal ganz kurz den Einschub, weil das am Anfang ich da nicht drauf eingegangen bin. Markus, wie viele, also du bist halt so ein, du strahlst vor Energie und vor Lust und Bock und das sieht man auch an deinen Errungenschaften. Ganz kurz, wie viele Jahre oder wie viele Jahre in Folge standest du auf dem Treppchen bei zahlreichen Meisterschaften? Ja, tatsächlich habe ich den letzten Wettkampf, glaube ich, vor 10 oder 11 Jahren verloren tatsächlich. Also wo ich Zweiter oder Dritter geworden bin. Und seitdem bin ich sehr verwöhnt und darf meistens ganz oben stehen. Ich habe gesehen, genau, ich habe nämlich gesehen, du hast 2 Bronzemedaillen und ansonsten alles Gold abgeräumt. Und ist das gleichzeitig auch der Grund, weil du merkst, also das ist ja die pure Bestätigung über Jahre hinweg, dass du ein extrem guter Sportler bist und ist das das, was dich zusätzlich motiviert, sozusagen den Vergleich ziehen zu wollen zu gesunden Athleten? Ja, definitiv. Also die 2 Bronzene, die versauen mir so ein bisschen den Schnitt. Spaß beiseite. Also ja, es geht mir wirklich darum, den Leuten zu zeigen, dass der paralympische Sport auch Leistungssport ist. Viele haben das früher nicht so gesehen und ich glaube, früher war es auch noch nicht ganz so professionalisiert wie heute. Und es hat sich aber sehr, sehr stark verändert. Und auch bei uns ist es so, wir müssen mindestens genauso viel trainieren wie jeder olympische Athlet und wir tun auch genau das. Und das möchte ich den Menschen einfach zeigen, dass es auch absoluter Leistungssport ist und dass wir auch die Bühne vielleicht verdienen, die olympische Athleten verdienen. Und warum können wir uns die nicht einfach teilen? Weil wir alles großartige Athleten sind, die ihren Sport lieben, die dem Sport gerne nachgehen und vielleicht auch den Nachwuchs dafür begeistern wollen. Und ich glaube, wenn die olympischen und paralympischen Athleten da ein bisschen zusammenrücken, können wir gleich viel, viel mehr Leute erreichen und dafür vielleicht auch begeistern. Mhm. Wie ist das aus den, ich sag mal, aus den eigenen Reihen? Also im paralympischen Sport sehen das alle so oder sehen das viele so wie du, dass sie den Vergleich ziehen wollen oder bei den Olympischen Spielen oder einfach normalen Meisterschaften mitmachen wollen? Oder gibt es auch, sage ich mal, welche, die denen das nicht so gefällt, die den Vergleich gar nicht wollen? Und wie ist da so die Stimmung, sage ich mal, unter den Kollegen und Kolleginnen? Ja, das, da gibt es auch 2 Seiten tatsächlich. Die eine Seite ist die, die wirklich auch vergleichbare Leistungen bringen können, weil das Handicap vielleicht auch ein bisschen geringer ist. Die freuen sich natürlich auch da, in den gemeinsamen Wettkampf zu gehen. Es gibt aber auch Startklassen, also bei uns ist alles so in verschiedene Klassen eingeteilt, je nachdem wie stark das Handicap ist. Und es gibt auch Klassen, die haben einfach nicht die Möglichkeit, aufgrund des starken Handicaps sich mit olympischen Athleten zu messen. Hast du ein Beispiel? Also wenn du zum Beispiel eine extreme, eine Spastik zum Beispiel hast, da, du kannst die Muskulatur gar nicht so ansteuern wie jemand, der das nicht hat. Die haben auch da gibt es verschiedene Stadien und die haben natürlich ganz andere Einschränkungen als ich jetzt. Ich kann das, was ich nicht mehr habe, ganz gut ersetzen. Das können die nicht. Und deswegen haben die auch nicht die Möglichkeit, die gleichen Zeiten zu laufen oder die gleichen Weiten zu werfen. Und ja, die scheuen sich vielleicht manchmal ein bisschen vor diesem Vergleich. Aber mir geht es ehrlicherweise gar nicht darum, irgendjemand auch bloßzustellen, sondern eigentlich will ich nur die Augen auf uns richten. Und da kann halt meine Leistung helfen, um die Augen überhaupt zu uns zu bekommen, ne? Um die Menschen zu uns bekommen, um dafür Interesse zu schaffen. Und wenn das Interesse da ist, dann werden auch andere Athleten gesehen, weil das Verständnis dann auch wächst. Aber das ist ein Prozess und das darf man, glaube ich, nicht so kurz sehen. Ja, ich will mich vergleichen und ihr müsst euch auch vergleichen, sondern nee, ich glaube, ich kann mich vergleichen, weil mein Handicap das zulässt. Aber ich möchte dafür sorgen, dass vielleicht auch mehr Kameras mal vorbeikommen und dass sich jeder Athlet, der eine gute Leistung zeigt, auch präsentieren kann, auf seine eigene und individuelle Art und Weise. Und darum geht es mir eigentlich. Deswegen, die das verstanden haben, die finden das, was ich dann tue, mit dem direkten Vergleich auch meistens ganz gut. Aber ja, da gibt es solche und solche Seiten. Und dann gibt es noch die andere Seite, die sich in ihrer Rolle der nicht so leistungsfähigen, in der Behindertenrolle auch wohlfühlen. Und das bin halt gar nicht ich. Also da bin ich persönlich komplett raus. Also wohlfühlen im Sinne von, wie würde man es umschreiben? Sie
wollen sich nur mit Behinderten vergleichen und so, weil sie dort das Handicap. Also es ist einfacher. Es ist einfacher, sich mit jemand Schwächerem zu vergleichen, mit jemand Behinderten zu vergleichen, als sich mit jemand zu vergleichen, der leistungsfähig ist. Dafür muss ich viel mehr arbeiten als gehandicapter Mensch, um mich mit denen zu vergleichen. Und viele wollen das einfach nicht. Das ist auch völlig okay. Also das muss ja jeder seinen eigenen Weg finden. Aber meiner ist halt nicht. Ich sehe mein Handicap nicht als Ausrede, sondern eher als Ansporn. Hey, ja, das will ich auch machen. Und das ist meine Herangehensweise und ja, viele fühlen sich einfach in diese Rolle vielleicht auch wohl. Ich würde zum Beispiel nie auf dem Behindertenparkplatz vorfahren und da parken. Viele finden das total geil. Ja, super, wir parken direkt vorm Laden und müssen nicht so weit gehen. Das könnte ich nicht. Ich hatte früher mal so einen Ausweis, als ich ganz frisch amputiert wurde, als ich noch im Rollstuhl saß, auch am Anfang. Ich habe es gehasst, wenn mein Papa da vorne geparkt hat. Ich habe gesagt, ich will da nicht parken. Ich bin lieber mit den Krücken durchs ganze Parkhaus gelaufen, bevor ich da auf so einem Behindertenparkplatz parke, weil ich immer gesagt habe, das passt nicht zu mir. Ich bin nicht so eingeschränkt und die paar Meter kann ich auch noch gehen. Und weil dir das so die bestimmte Rolle nochmal zuweist und das nochmal unterstreicht. Ganz genau. Das hätte mir einen Stempel aufgedrückt. Da hätte ich dann diesen, man kennt das Logo ja, ne? Dieses blau-weiße Logo, ja, genau. Irgendwie so auf der Stirn getragen. Gefühlt für mich war das irgendwie so, ja, das war so eine Abwertung. Und das wollte ich nie. Auch dieses Wort behindert, Behindertensport. Ich hasse das Wort Behindertensport, weil die meisten Leute, auch ich, wenn die das Wort hören, direkt was Negatives im Kopf haben. Mhm. Ich finde das Wort Parasport irgendwie schöner, ein bisschen eleganter, weil das Behindertensport, jeder hat direkt irgendwie schwerkranke Menschen im Kopf. Und auch das habe ich schon ein paar Mal gehört, als ich mit Menschen mich unterhalten habe, verabschiedet dann ja und gute Besserung. What? Also, was erwartet ihr? Glaubt ihr, das Bein wächst nach oder so? Also, mir geht's gut, ich bin gesund, mindestens genauso gesund wie ihr. Mehr brauchen wir nicht gute Besserung zu wünschen. Also, das finde ich dann mal schon ganz witzig. Aber auch das gehört, glaube ich, dazu. Viele wissen nicht, was sie da so sagen sollen. Und ich glaube, wenn man da mit ein bisschen Humor, ein bisschen Aufklärung rangeht, dann können wir, glaube ich, alle miteinander ein bisschen entspannter umgehen. Ja, das ist ja letztlich genau das Thema von vorhin, diese Unsicherheit, die einfach automatisch mitschwingt und deswegen aus der Not heraus weiß man gar nicht, was man sagen soll und dann ploppt halt so ein, entweder so ein Kommentar oder so ein Abschlusssatz dazwischen, der eigentlich gar nicht gewollt ist und im Endeffekt im schlimmsten oder im besten Fall eigentlich fragt man sich danach, wenn man so auseinandergeht, oh fuck, was habe ich denn eigentlich gerade gesagt? Ja, genau. So wie bei mir, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Und so, jetzt schlagen wir mal die Kurve zurück zu, wie man den Sport zusammenbringt. Also wir haben jetzt drüber gesprochen, wie oder dass du oder ich sag mal, ja, Leute mit einem mit einem geringeren Handicap sich gerne vergleichen wollen. Und wie glaubst du, könnte man das schaffen? Also was könnte man in der Zukunft, entweder an Events oder ja, was könnte man veranstalten oder organisieren, planen, konzipieren, dass das möglich werden könnte? Ja, ich denke, dass wir viel mehr Events und Veranstaltungen einfach ein bisschen zusammenführen sollten. Es passiert heute auch schon, dass es bei großen Leichtathletik-Events so Einlagewettkämpfe gibt, dass einfach mal ein paar Athleten da sind, dass vielleicht mal ein Rennrollstuhlrennen gefahren wird, dass Sprinter am Start sind, mhm. dass ja vielleicht auch mal ein Weitspringer, jetzt meine Person auch dabei ist. Das passiert schon, aber ich glaube, man muss es noch viel mehr nach vorne bringen. Und da war natürlich auch die Idee schon da, zu sagen, hey, wenn das die Verbände nicht so zu 100% umsetzen können, warum drehen wir den Spieß einfach dann nicht mal um? Warum kommt das nicht von der Athletenseite? Warum versuchen wir nicht als Athleten das auch mal zu organisieren und sagen, hey, eigentlich wollen wir das, weil wir gemeinsam unseren Sport viel besser repräsentieren können. Und das wäre mal die große Idee, zu sagen, hey, wir schauen mal aus Athletensicht, dass die Athleten sagen, hey, wir wollen das. Und wenn das die Athleten zeigen, dann müssen die Verbände, glaube ich, auch so ein bisschen folgen, weil die dann merken, hey, wenn die es hinbekommen, dann wird es vielleicht auch gewünscht, dann ist vielleicht auch ein schönes Konzept dahinter und dann sollten wir es auch mal angehen. Und das ist eigentlich so die Idee, dass man vielleicht in den nächsten Jahren mal genau so ein Event auf die Beine zieht, wo alle gemeinsam starten, wo es um den Sport geht und nicht um diese ganze Vorteil-Nachteil-Geschichte. Das heißt, um den Sport auch im Sinne von, es geht auch nicht um den Vergleich zwischen den beiden Gruppen, sondern die Gruppe, also diese Gruppierung wird aufgelöst. Und eigentlich gibt es Sportler, Sportlerinnen, Punkt.
Ganz genau. Man gibt den Sportlern ja immer so ein Label und ich bin halt dann in den letzten Jahren immer dieser Behindertensportler gewesen. Dann irgendwann der Parasportler, was ja schon ein bisschen besser klang. Und ja, mittlerweile irgendwie auch ein bisschen den Spitznamen The Blade Jumper. Genau. Cooler Name übrigens. Ja, ich finde ihn auch ziemlich cool, weil er halt erstmal cool klingt. Und zweitens, weil er so ein bisschen den Spieß ein bisschen umdreht. Also jeder olympische Athlet sieht sich als ja, Top-Athlet, also eigentlich als dem Besten. Und wenn man natürlich als solcher Athlet vielleicht gegen Behindertensportler verliert, ist das ziemlich doof. Also ich habe auch keinen Bock, gegen einen Behinderten zu verlieren. Also wenn du mir sagst, hey, du verlierst gegen Behinderten, würde ich sagen, boah, finde ich nicht cool. Mache ich nicht gerne. Mhm. Aber wenn du gegen den Blade Jumper verlierst, ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Weil der hat ja so eine Prothese, ne, so eine Hightech-Ding, so ein Carbon-Teil. Also ein anderes Image, wenn du so möchtest. Genau, du hast ein anderes Image. Weil du einfach, ja, das ist ein Wortspiel tatsächlich. Aber wenn du gegen Behindertensportler verlierst, ist es ziemlich doof. Aber gegen den Blade Jumper zu verlieren, das ist eigentlich okay. und deswegen finde ich auch diese Spitzname, die ich da mal bekommen habe, eigentlich auch ganz cool. Ich finde das auch ein extrem cooler Ansatz, weil letztlich einfach das, du hast es schon häufig gesagt, so Behindertensport, das stigmatisiert direkt und man hat so ein bestimmtes Bild vor Augen, jeder wahrscheinlich ein anderes, aber trotzdem relativ negativ behaftetes, so wie du es gerade eben schon bestätigt hattest. Bei Paraathleten sieht das schon anders aus, aber wenn es eine, ich sag mal, ein Image ist, dass die Person im Vordergrund steht und letztlich geht es ja genau darum, du willst ja wahrscheinlich auch nicht reduziert werden auf deine Prothese und dann sagt man, ja gut, du hast halt, du baust die Prothesen selbst und nur deswegen bist du eigentlich, springst du so weit oder läufst so schnell. Und so, das ist ja das, so, das ist ja nicht der Grund, sondern ne, du bist ja Markus und bist ein geiler Typ. Und wenn das im Vordergrund steht und deine Prothese in den Hintergrund rückt, dann schaffst du es ja eigentlich über dein Image, so wie du selber sagst, das in den Vordergrund zu stellen. Frage dazu, erstens, wer kam auf den Namen? Blade Jumper? Und zweitens, wie hast du einen Plan, wie du das Ganze aufbauen könntest, beispielsweise durch Social Media, weil Social Media ist ja einfach ein ganz großes Medium, es hat sehr viele Möglichkeiten und ja, man kann sich ja selber da entsprechend darstellen. Du hast jetzt auch schon ein paar Follower, also über 10.000. Das ist ja schon mal für einen Sportler relativ viel, gerade für einen Paraathleten. Und machst da ja auch was draus. Und gibt es da irgendwie einen Plan, wie du da weitermachst? Aber zuerst die Frage mit dem Namen, wo das herkommt. Ja, der wurde mir irgendwann mal von der Presse gegeben tatsächlich. Irgendwann hieß es so, ja, der Blade Jumper. Und dann dachte ich so, ja, das klingt eigentlich ziemlich gut, so nennst du dich jetzt einfach mal. Und ja, ich finde, es passt einfach. Mir hat auch dieses Wortspiel gefallen, ne? Irgendwie das anders zu nennen als diesen Paraathleten, diesen Behindertensport. Ja, voll. The Blade Jumper klingt deutlich cooler. Und ja, ich denke auch, dass man das auf Social Media sicherlich noch ausbauen kann. Da darf ich vielleicht auch ein bisschen aktiver werden noch, um einfach auch wirklich so alle Bereiche zu zeigen. Also ich zeige ganz gerne, dass ich mit der Prothese alles mache. Wir haben jetzt hier auch irgendwie so ein cooles Video noch hochgeladen hier von der Sporthilfeveranstaltung beim Jetsurfen. Einfach den Leuten zu zeigen, hey, auch das geht, ne? Und da ist die Prothese kein Hindernis, sondern mach dir keine Gedanken, probier einfach alles aus, wo du Bock drauf hast. Das ist eigentlich so ein bisschen meine Message, die ich da versuche über den Kanal auch rüberzubringen. Ich fahre Wakeboard, ich fahre Snowboard, irgendwie all das ist da auch ein bisschen gezeigt und natürlich auch mein Sport, ne, die Leichtathletik. Und ich glaube, es ist wichtig, da alle Facetten auch zu zeigen. Gibt es ja auch verschiedene Kanäle von anderen Sportlern. Ich finde es auch schön, vielleicht da mal wirklich da ein bisschen lockerer an das Thema ranzugehen. Also auch da eine coole Geschichte. Ich bin ja selber Prothesentechniker und ich hatte einen kleinen Jungen gehabt, 11 Jahre alt. Und kurz vor Karneval kam er irgendwann zu mir und meinte so, hey Markus, ich habe ein ganz coole Idee, ich möchte an Karneval gerne als Pirat gehen und ich brauche jetzt ein echtes Holzbein. So, und ich habe das natürlich mega gefeiert, weil ich das selber auch schon mal gemacht hatte, so ein Karneval, schön als Pirat mit Holzbein unterwegs gewesen. Und habe ich das natürlich auch wahnsinnig gefeiert, ne, dass so ein Elfjähriger die Idee auch cool fand. Und dann bin ich sofort in den Baumarkt gefahren, habe da so eine Holzlatte besorgt, ihm die Prothese da zusammen gebaut und dann war er natürlich der Held auf seiner Karnevalsparty. Ich glaube, auch solche Dinge muss man viel mehr nach außen tragen, viel mehr zeigen, weil darum geht es, vielleicht auch mal ein bisschen im schwarzen Humor das ja, Thema angehen. Auch das macht das Ganze lockerer. Ich war schon mal als
Pirat unterwegs. Wir hatten es neulich Abend schon beim Gin besprochen, genau. Ja, coole Story. Erzähl mal. Ich war da damals in der Klinik am Arbeiten. Das war in Bonn und da hatten wir halt auch so eine interne Feier in der Filiale und eigentlich war Feierabend und dann rief aber doch die Station an, wir brauchen unbedingt noch eine Knieorthese. Und dann fand mein Chef das total witzig, dass ich da in meinem Piratenkostüm mit langem Mantel, Perücke und Holzbein da hochgehe. Haben wir dann auch gemacht und dann war natürlich alles totenstill da in diesem langen, großen Gang. Und dann bin ich da drüber gelaufen und wie es sich anhört, kann man sich hier vorstellen. So ein Normalfuß und so tock, 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 ne, mit der Prothese. Das war schon extrem witzig und die ganzen Schwestern, die kannten mich, aber nur mit langer Hose und wussten nicht, dass ich eine Prothese trage. Und dann kamen sie alle raus aus dem Schwesternzimmer und meinten so, Markus, geiles Kostüm, wie hast du das gemacht? Und ich sag, ja, es ist bei mir halt so. Nee, jetzt mal im Ernst, wie hast du es gemacht? Sieht total echt aus. Ich so, ja, es ist echt. Und dann kamen auch ein paar und meint, aber da macht man doch keine Witze drüber. Und ich sage, doch, gerade deswegen macht man Witze drüber, um das einfach auch ein bisschen aufzubrechen und das nicht ganz so ernst zu nehmen, wie es vielleicht früher gemacht wurde. Und früher wurde so ein Handicap sicherlich auch noch öfters unter einer langen Hose versteckt. Es gibt heute noch Kulturen, wo das gerne gemacht wird. In Japan war es auch ein langes Thema, auch deswegen schön, dass die Paralympischen Spiele dort waren. Also ich glaube, das muss man ein bisschen aufbrechen. Ein Thema, das, weil ihr es offen gezeigt habt, und das in der Kultur sonst nicht gegeben ist oder nicht gemacht wird? Ja, weil wir es offen gezeigt haben, aber nicht nur das offene Zeigen hilft, sondern dieses offene Zeigen mit dieser Leistungsfähigkeit. Also oft wurde ja gesagt, so wenn du ein Handicap hast, bist du ein schwaches Mitglied der Gesellschaft. Also vielleicht auch kein vollwertiges, um mal ganz böse zu sein. Und ich glaube, mit den Leistungen, die wir bringen, deswegen finde ich diese Vorteilsdiskussion gar nicht so schlecht. Hey, next level. genau, Bein 2.0, genau. Jetzt springe ich noch weiter, jetzt laufe ich noch schneller. Das ist natürlich jetzt sehr extrem, aber so kannst du das aufbrechen, weil wir sind ja nicht der schwache Teil der Gesellschaft. Nur weil ich eine Prothese trage, kann ich trotzdem alles machen und bin ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Und das wurde in den letzten Jahren nicht überall so gesehen. In Deutschland ist es schon seit ein paar Jahren deutlich entspannter. Ich glaube, Vorreiter war definitiv die USA. Die haben ja ihre Kriegsveteranen auch als Helden gefeiert. Und es gibt schon noch Länder, die es auch ja nicht ganz so gesehen haben. Gerade zum Beispiel so eine Kultur wie in Japan. Aber auch das hat sich, glaube ich, jetzt dank der Spiele vielleicht vor Ort ein bisschen verändert. Sehr cool. Wie würdest du, so Olympia hast du jetzt geschafft, erfolgreich. Was steht als nächstes an? Also wir haben jetzt gerade eben schon über diese, ich würde sagen, über die Vision so eines gemeinsamen Events gesprochen. Was steht bei dir sportlich weiter an? Geht es jetzt direkt ins Training und einerseits? Und wie geht es sozusagen privat weiter? Was hast du für, gerade weil du dich mit den Prothesen so sehr und so gut auseinandersetzt, ist das noch eine Richtung, die du parallel weiter ausbauen möchtest? Also und welche Rolle spielt vielleicht Social Media dabei? Also möchtest du dich als Marke nochmal weiter und besser aufstellen? Mhm. Das sind drei Fragen, sorry. Ja. Ich fange mal vorne an. Ja, ich glaube, wenn ich zurückkomme, dann ja, fängt das Training langsam wieder an. Ich habe dieses Jahr mir selbst versprochen, dass ich mal ein bisschen länger Pause mache als sonst. So als Leistungssportler bist du eigentlich immer so 2 Wochen in der Saisonpause und guckst dich schon an die runter und denkst so, boah, ich glaube, ich habe hier ein bisschen was angesetzt. hat immer direkt ein schlechtes Gewissen tatsächlich. Es geht auch dann relativ schnell irgendwie, weil man dann gerade nach so einem Höhepunkt irgendwie auch einfach mal alles genießt. Was wäre dann sonst auch so, ne, so ein bisschen abends mal in der Bar, ein bisschen das Essen, was man möchte, das macht man ja so in der Saison nicht unbedingt. Das genießen wir hier schon in vollen Zügen, ne, wie du ja hier schon ein paar Mal gesehen hast. Aber ja, dann geht es zurück ins Training. Nächstes Jahr steht wieder eine Weltmeisterschaft für uns an. Die wird wieder in Japan sein. Also auch da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil so reserviert wie die Japaner manchmal sind, so bekloppt sind die auch im Stadion. Also wenn ihnen was gefällt, dann feiern die es auch richtig ab und sind richtig begeisterungsfähig tatsächlich. Das habe ich wirklich gemerkt in den letzten Jahren. Ich war ja schon ein paar Mal dort. Einfach auch so eine, ne, so eine ältere Dame sitzt da im Stadion, hat das richtig gefeiert, was wir da gemacht haben und wirft mir dann so ein, in dem Fall einen verschwitzten Schal herunter, meinen so, das ist ein Geschenk für die tolle Leistung und also wirklich so richtig begeisterungsfähig auch. Das ist wirklich schön. Und ja, da geht es auf jeden Fall jetzt dann zurück ins Training und ja, ich hoffe einfach, dass wir in den nächsten Jahren mit vielleicht neuen Event-Ideen das inklusive Thema noch mehr voranbringen,
dass wir gemeinsam Sport machen, dass wir unseren Sport gemeinsam repräsentieren. Ich glaube, das sollten wir in den nächsten Jahren noch hinkriegen. Und wenn man das über vielleicht auch die Social-Media-Kanäle noch ein bisschen befeuern kann, ein bisschen Normalität reinbringen. Ne? Also auch nicht immer so ein was wahnsinnig Besonderes draus machen, wenn einer mit einer Prothese läuft. Das ist cool, das ist stark, das ist auch eine Wahnsinnsleistung, aber es muss irgendwie Teil der Gesellschaft sein, es muss irgendwie dazugehören. Und nicht immer sagen so, wow, krass, guck mal, sondern einfach so, hey, ja klar, da läuft einer, habe ich schon einmal gesehen und ist mega cool. Mhm. Also es muss ein bisschen normaler werden, ne? So egal bei was. Und das ist eigentlich so das Ziel, so ein bisschen Normalität zu schaffen für, ja, ich sag mal nicht die Behinderung der Menschen, sondern für die Besonderheiten, die einfach jeder von uns so hat. Mhm. Und das Thema, die Technik hinter den Prothesen, ist das... Wie viel Zeit in der Woche kostet dich das? Also bist du nur mit deinen Prothesen beschäftigt oder konzipierst du auch andere? Wie viel Zeit kostet dich das oder wie weit möchtest du das noch ausbauen oder dich damit beschäftigen? Also ich baue meine Prothesen immer selber. Es gibt natürlich auch einige konfektionierte oder ja, Serienprodukte, die kaufen wir auch ein, aber alles maßgefertigte mache ich schon noch selber. Da darf auch kein anderer Hand anlegen, da bin ich sehr kleinkariert bei sowas. Da bin ich sehr genau, das muss ich immer selber machen. Und ja, in der Entwicklung ist auch noch, glaube ich, ein bisschen was zu tun. Da bin ich natürlich auch mit einem Partner von mir, mit meinem Sponsor zusammen am Arbeiten. Wir haben das erste Produkt auch schon auf den Markt bekommen. Das ist eine Prothese nur fürs Springen tatsächlich. Die ist vor 2 Jahren auf den Markt gekommen. Die haben wir da gemeinsam entwickelt. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann bin ich auch immer noch direkt am Kunden, aber leider mittlerweile immer weniger, weil der Sport einfach nicht mehr zulässt. Früher war der Job und Sport irgendwie Hobby. Es hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Mhm. Tatsächlich ist der Sport jetzt mein Job und mein eigentlicher Job das Hobby, weil ich es einfach noch gerne mache. Ich finde das cool, die Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, wirklich vom Krankenhaus, vom ersten Kontakt, wirklich vielleicht auch bis irgendwann auf die Laufbahn. Und das ist schon richtig cool. Das ist ein wahnsinnig dankbarer Job und jeder, der ein bisschen handwerklich geschickt hat, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, weil es macht wahnsinnig viel Spaß und ist eine sehr, sehr dankbare Aufgabe. Wenn ich jetzt einen Unfall hätte und ich bräuchte jemanden Hilfe bei einer Prothese, kann ich dann einfach zu dir kommen? Auf jeden Fall. Dann rufst du an, komm ich vorbei. Ich mache es genau so, wie das bei mir damals einer gemacht hat. Ich hatte mit Prothesen nichts zu tun und wusste nicht, wie sowas aussieht. Wie sieht mein Leben jetzt auch aus? Irgendwie so, ne, die ganz großen Fragen. Also im Endeffekt auch so ein Coaching/Mentoring, wie man damit umgeht. Also nicht, dass es nicht nur um die Technik an sich geht, sondern auch um alles, was damit zusammenhängt. Ganz genau, ganz genau. Also für mich war es damals wichtig, ein normales Leben zu führen. Das war eigentlich so das Allerwichtigste, was ich so im Kopf hatte. Und bei mir war es damals so, irgendwann stand ein junger Mann bei mir in der Tür und kam rein, meinte so, du bist der Markus? Ich so, ja. Kam rein, schüttelte mir die Hand, meinte, hi, ich bin Ronny und ich zeig dir heute, wie eine Prothese funktioniert. In dem Moment hat er schon die Hose aufgemacht, runtergelassen und hat mir die Prothese gezeigt. Und ich war völlig überrascht und völlig überrumpelt, weil der einfach so locker, dynamisch, grinsend, gut gelaunt ins Zimmer kam und mit einer Selbstverständlichkeit mir seine Prothese erklärt hat. Und damals mit 14, 15 hast du noch ganz andere Fragen und der war so entspannt, hat auch gemeint, ja, mach dir keinen Stress mit den Mädels. Also ne, mit so einem Augenzwinkern auch einfach einem so ein bisschen die Angst und den Respekt vielleicht auch vor der Zeit, die danach kommt, genommen. Und das fand ich so großartig und genau das versuche ich jetzt eigentlich auch weiterzugeben. Also wir haben jetzt auch so ein Guiding gemacht, also bei uns so firmintern, wir nennen so Rahmenguide, das ist unsere, die Firma und da gehen wir raus und suchen immer Menschen aus unserem Pool quasi, die schon eine Prothese tragen, die vielleicht ein gleiches Alter, Männlein, Weiblein, versuchen wir auch ein bisschen das anzupassen, weil man hat dann nochmal andere Sorgen vielleicht, je nachdem, welchem Alter man auch gerade ist. Und da versuchen wir wirklich dann immer jemand auch hinzuschicken, der einem da vielleicht ein bisschen die ersten Schritte zeigen kann, wie man damit umgeht. Also wirklich proaktiv? Proaktiv tatsächlich. Also bei uns ist es wirklich so, dass wir sagen können, hey, bei uns kann man sich melden und dann gucken wir, wer passt gerade zu dir oder zu dem, der gerade ein bisschen Support braucht. Und dann wird da rausgefahren und das erste Gespräch geführt, auch vielleicht mal vor einer OP. Ne? Es gibt ja auch manche geplante OPs, wo einer vor der Entscheidung steht, soll man jetzt noch versucht, das Bein zu erhalten oder wird vielleicht doch eine Amputation auch in Erwägung gezogen. Auch da helfen wir schon im Vorfeld, wo wir einfach direkt im Vorfeld
zeigen, wie kann sowas aussehen, wie kann dein Leben danach aussehen und den Leuten die Angst ein bisschen zu nehmen. Und ganz oft ist es dann so, dass sie sagen, hey, vielleicht ist es sogar deutlich besser, in Zukunft mit einer Prothese durchs Leben zu gehen, weil ich dann viel schneller meine Mobilität wieder zurückbekomme. Und auch das kann ein Learning sein für so jemand, weil ganz oft wird in der Chirurgie natürlich immer versucht, alles Mögliche zu erhalten. Ich bin ehrlich, hätten die damals mein Bein erhalten, wäre ich heute nicht der Sportler, der ich jetzt bin. Ich könnte wahrscheinlich gar keinen Sport mehr machen, weil das Bein steif geblieben wäre. Es wäre einfach auch so schwer verletzt gewesen. Ich hätte damit wahrscheinlich gar nicht mehr joggen können. Und dann ist es doch deutlich besser, wenn du dann nicht nur ein Bein hast, sondern fünf für jede Sportart und anderes. Und dann kannst du wenigstens wieder all das machen, was du auch davor getan hast. Und deswegen muss ich sagen, damals fand ich die Entscheidung natürlich nicht so schön. Heute bin ich heilfroh, dass es genauso gekommen ist und dass die Entscheidung eigentlich von den Ärzten abgenommen wurde. Und da vielleicht ein passendes Zitat, was du gebracht hast, du würdest deine Medaille nicht für ein ganzes Bein geben, hattest du gesagt. Das unterstreicht, glaube ich, ganz, ganz stark darüber, dass du das super akzeptiert hast, dass du eine Prothese trägst und dass du einfach gelernt hast, dass das normal ist, also the new normal, und das sieht man dir halt auch an. Ich finde, du strahlst hier die ganze Zeit, egal wann ich dich gesehen habe oder egal ob nüchtern oder halt mit dem Gin Tonic in der Hand. Nicht ein bisschen mehr, aber mit dem Gin ein bisschen, mehr, aber ich finde, du strahlst halt so eine krasse Positivität aus und ich hoffe, dass das auf jeden Fall, und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass in dem Umfeld, in dem du unterwegs bist, dass das andere Leute motiviert, dass entweder zu akzeptieren oder ja, wie unser einer, dass das einfach, ja, dass man das nicht mehr so stigmatisiert und nicht mehr so negativ behaftet. Mhm. Also. Und das ist genau die Mission dahinter, ne? Einfach zu sagen, hey, das ist keine Einschränkung, das ist keine Behinderung in dem Sinne, sondern das war bei mir auch damals im Krankenhaus in der Reha das große Thema, das Behinderung, dieses Wort, das wollte ich ganz schnell ablegen. Und irgendwann haben die Damen da in der Reha von Besonderheiten gesprochen. Und genauso nenne ich das gerne. Also wirklich die Besonderheiten, die Menschen haben. Und meine Besonderheit ist eben eine Beinprothese. Ich glaube, wenn ich heute mit zwei gesunden Beinen irgendwie bei meiner Familie aufschlagen würde, das wären die Ersten, die sagen würden, da stimmt was nicht. Ne? Also hey, du bist Markus, du hast eine Prothese. Ne? Zwei gesunde Beine passt irgendwie nicht. Und meine Kumpels würden das, glaube ich, ganz genauso sehen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, eher sich so auf die Besonderheiten zu konzentrieren, die Menschen einfach so haben. Und das zeichnet einen ja irgendwie auch aus. Also zu mir gehört die Prothese einfach dazu, wie zum anderen Menschen eine Brille oder eine extrem große Körpergröße oder verschiedene Tattoos, ne, machen das blonde Haar. Das sind unsere Besonderheiten, die uns einfach auszeichnen. Und das ist eigentlich das Schöne dabei. Voll gut. Ey, Markus, geiles Gespräch. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, auch vielen Dank. Für alle, die zugucken oder zuhören, the.bladerunner auf Instagram und Blade Jumper. Oh nein! Ich habe gerade eben noch gedacht, das darf ich, muss ich auf jeden Fall richtig sagen. The.bladejumper natürlich. Ja, genau. Folgt Markus und ich würde sagen, begleitet ihn auf seinen Weg und lasst mal alle so viel wie möglich dafür tun, damit Besonderheiten was Geiles sind und dass das wenig negativ stigmatisiert ist. Wird. Auf Markus, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Geil. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.